So, hallo, der Marc vom Piercing Studio Wien und die Carina ist bei mir. Hallo. Und die Carina hat einen VIP-Termin gebucht, weil bei uns ja immer so voll ist momentan und du kriegst bei mir erst 6 Wochen vorher einen Vorlauf und ich möchte mal ganz kurz das Video nehmen, um dich das mal zu erklären generell. Weil viele Leute verstehen es nicht. Erstmal steht da ganz oben, wenn man auf die Terminseite geht, steht drauf, Achtung, man kann nur 6 Wochen vorher buchen. Nee, echt? Ja, 8 Wochen. Mal gucken. Verschrieben vielleicht. Also eigentlich sind es 6. Soll auch 6 sein. Und das heißt, du kannst heute Nacht um 12 für quasi Sonntag, gut gesagt, den Feiertag, aber dann für Montag, Nacht um 12, sonntags kannst du einen Termin ausmachen. Und die VIP-Termine haben wir auch mit 6 Wochen vorher, aber die sind einen Tick besser noch zu kriegen, weil die teilweise auch schon hoffentlich ausgebucht sind, aber da ist doch noch mehr Chance, was zu kriegen. Und so bist du jetzt eine, die hier gekommen ist. Und warum bist du gekommen? Das ist gerade schon gesagt. Das Weil ich ein Septum haben möchte. Genau, was steche ich? Also ein Septum machen mit Betäubung. Ja, mit Betäubung, bitte. Gut. Und du hast dich ein bisschen recherchiert im Internet. Ja, dann ich habe im Internet nach einer Vielzahl in Wien recherchiert und die Rezensionen haben mir halt am besten gefallen und ich habe die Videos gesehen und habe mich halt direkt wohler gefühlt und wusste, das ist eigentlich der richtige Laden. Cool. Und ganz ehrlich, ich zahle für ein Piercing auch gerne mehr, wenn es wobei unsere normalen Preise sind ja also 65 und die VIP-Termine sind 30 Euro teurer. Das liegt aber nicht daran, dass wir mehr verdienen wollen, sondern einfach nur, dass wir einfach ein bisschen sagen, die Leute, die ihnen sagen, sie möchten einfach schneller drankommen, die zahlen mehr. Ich bin dafür noch länger im Studio als sonst eh schon. Und ich habe Leute, die rufen an, die sagen zu mir, die zahlen das Dreifache und möchten einen Termin. Aber das geht nicht. Wenn wir voll sind, sind wir voll. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir suchen uns das irgendwie aus, sondern Motto, der zahlt am meisten, der kriegt am besten einen Termin. Aber wir kriegen es alles gar nicht hin irgendwie. Also wir sind so gut gebucht. Ich meine, für uns ist es toll, für euch Kunden ist es teilweise echt mühsam. Und dann denken eben manche Leute, dass man bei uns ein halbes Jahr oder ein Jahr lang keinen Termin machen könnte. Aber es liegt wirklich daran, dass es der Terminvorlauf in 6 Wochen ist. Und die sind wirklich teilweise am gleichen Tag weg. Also wenn ich teilweise nachmittags reinschaue, ist der Tag für in 6 Wochen schon gebucht. Ja. Das ist verrückt. Machen wir einen offenen Ring, Karina? Ja. Ja? Nehmen wir kleine Kugeln, 3 mm oder wollen wir noch ganz kleine haben? 2,5. Was empfehlen Sie mir? Ich bin da. Kannst du sagen. Also ich empfehle 3 mm. Das ist ja, so der Anfang. Okay. Das ist schön. Das finde ich jetzt nicht zu groß. Das ist eigentlich ganz süß. Also wenn man es noch kleiner macht, so auf 2,5 ist dann wirklich Mini. Machen wir das? Ja. Du weißt, die ersten 6 Wochen bleibt dieser Schmuck drin. Du kannst natürlich später was reintun in Gold, in Schwarz, in allen möglichen Variationen. Das kann man sich dann immer noch ein bisschen verändern, wenn man das möchte. Das ist alles kein Problem. Du weißt, Sauna, Dampfbad, Solarium und Schwimmen gehen ist die nächsten 3 Wochen nicht erlaubt. Mhm. Duschen, Haare waschen und Sport ist ab morgen wieder erlaubt. Haare färben wäre 6 Wochen nicht okay erlaubt. Außer du bist beim Friseur und der Friseur macht dir das natürlich dann die Farbe. Dann wird das auch grundsätzlich immer beim Friseur, aber ich habe erstmal nicht vor, Haare zu färben. Weil der könnte beim Friseur könnte nichts passieren, aber sonst irgendwo wäre es natürlich nicht so toll. Dann mache ich etwas. Schauen wir uns das mal an, betäuben wir uns mal. Make-up und sowas ein bisschen aufpassen, okay. Also nicht zu viel drauf den nächsten Tage, weil natürlich das auch ein bisschen, du kriegst die Nasenlöcher rein, mal ein bisschen aufpassen. Alles klar. Musst du es verstecken, Karina, oder darfst du es offen lassen? Ich darf es offen lassen. Okay. Ist auch besser zu sagen. Ich meine, man kann es verstecken, allerdings empfehle ich, wenn man kann, es draußen zu tragen, ist einfach für Septum ein Tick besser, ein Tick angenehmer, weil es ist. Ja, nicht immer rein raus. Wenn du es spontan verstecken müsstest, man dreht es nach hinten hoch, genau. Man macht hoch, dann dreht man rein, dann geht es nämlich rein, wird nämlich hier unten dieses Bändchen ganz schön komprimiert, dann kriegt man das durch ja. Und dann lässt es bitte drehen den ganzen Tag. Alles klar. Also nicht so nach dem Motto, ich tue es raus, rein für 10 Minuten und tue es wieder raus. Ja, das ist ein Blödsinn, das kannst du machen, wenn es mal ein paar Monate alt ist, aber wenn es frisch ist, entscheide ich dann wirklich, wenn es mal rein muss, für den ganzen Tag. Okay. Gut. Pflegeanleitung erkläre ich jetzt in dem Fall vorher, weil wir noch die Betäubung einwirken lassen möchten. Du nimmst zuerst Prontolin Spray und Prontolin Gel. Vom Prontolin nimmt man den Spray nach dem Händewaschen, Hände desinfizieren, das heißt, du darfst dein Händchen mal waschen, desinfizieren. Dann nimm den Prontolin Spray, sprühe bitte in die Nasenlöcher rein, 2 Sprüher links, 2 Sprüher rechts und lass den Spray 30-40 Sekunden einwirken. Das braucht er, um antibakteriell wirksam zu werden. Danach nimmst du Prontolin Gel. Entschuldigung, einen Schritt vergessen, ist noch so früh. Nimmst du den Spray auf die Küchenrolle danach. Die Küchenrolle machst du ein bisschen feucht. Wenn die angefeuchtet ist,
wischst du einfach links und rechts die Nasenlöcher sauber. Okay. Also mit Wattestäbchen und Klopapier arbeiten, dann mit der Küchenrolle. Okay. Und sprühen, einwirken lassen, kurz Küchenrolle feucht machen, dann Schnatter ein bisschen wegputzen. Beim Septum ist klar, da kommt Wundsekret raus, ein bisschen Nasenschnatter etc. Das putzt man einfach. Mhm. Und zum Schluss, weil ich mich gerade verarscht bin, nimmst du dann Pantolin Gel. Mhm. Vom Gel reicht ein kleiner Tropfen, wirklich Stecknadelkopf groß. Ich sag's immer wieder, manchmal die Leute nehmen teilweise hoffnungslos zu viel. Also wirklich ganz wenig, kaum sichtbar, eintupfen, Ring so bewegen und das war's. Okay? Weniger ist mehr, Devise. Ja. Wir bewegen den Ring links und rechts, wie beim Autofahren, nicht vorne zurück. So. Mhm. Gut. Dann Nase putzen, ganz normal. Mhm. Brauchst du? Nein. Gut. Also ich rauche auch meine. Also wenn du heute nicht in der Kneipe stehst, du alle rauchen, wäre es gut, aber am Morgen wäre es wurscht. Ja, haben wir nichts mehr. Und in 6 Wochen kannst du zu mir kommen, dann können wir es wechseln auf einen kürzeren Stab oder also einen anderen Durchmesser, auf einen goldenen, einen schwarzen, alles was du willst. Okay? Den Termin am besten bald machen, dass du nicht wieder warten musst oder wieder einen VIP-Termin brauchst. So, du musst dich auch gerne wieder einen VIP-Termin buchen. Ja, ja. Wie gesagt, das Geld ist es mir wert. Das will ich gerne. Also du kommst aus Wien, ne? Ich komme aus Wien, ja. Und das ist nie geschafft, weil wir posten ja auch oft, auch wenn einer spontan absagt und so kommt der auf der Festung. Ich hätte ja eigentlich meinen Termin am Dienstag gehabt, nur da hat dann die Uni dazwischen gepfeift und hat dann mir bist am du Montag, so eine, die abgesagt hat und dann hat ein anderer Glück gehabt. Genau, hat mir am Montag gesagt, ja, wir müssen am Dienstag noch eine Vorlesung nachholen. Mhm. Und das war genau im Zeitraum von meinem Termin und das war mir dann unangenehm, weil ich dann ja stornieren muss. Macht ja nichts, aber das ist bei uns egal, weil da hat sich einer gefreut. Am Dienstag gab es ein paar Leute, die kamen ja spontan, hat sich sehr gefreut. Weil sie das gelesen haben, sind sofort gebucht. Also bei uns ist es meistens, aber wenn einer nicht 10 Minuten vorher absagt, ist kein Problem. Bei 10 Minuten bin ich schon ein bisschen angefressen. Ich glaube, ich habe nicht 2 oder 3 Stunden das vorher. Das ist kurz, aber das reicht bei uns teilweise. Weil wir haben in Wien allein schon so viele Leute, Autoris, die wirklich eigentlich wollen und die warten nur, dass sowas passiert. Also das war okay. Gut. Karina, dann werden wir mal stechen. Ja. Was studierst du denn Schönes? Ich studiere Game Arts und 3D-Animation. Das ist ja mal spannend. Ja. Kann man das studieren? SAE-Institut Wien. Ha? Ist das wie eine FH, oder? Nein, das ist eine Privatuniversität. Okay. Und dann lernt man also quasi Spiele machen? Ja, du musst halt schon zeichnen können alles, aber man lernt halt alles. Animieren, 3D-Modellieren, Rigging, also das ganze Spektakel drumherum. Und du willst später Computerspiele machen, oder wie? Eventuell. Die Branche ist ja groß, ich muss ja nicht in die Game-Industrie, okay. Ich kann ja auch in die Filmindustrie, in die Werbung. Okay. Also eigentlich ist mir da alles offen, was so... Aber könntest du mir jetzt so einen kleinen 3D-Markt machen? Ja, könnte ich dir auch. Echt? Ja. Dann müssen wir darüber reden. Ja. Und der wird dann aussehen wie ich? Der könnte dann aussehen wie du, ja. Und was wird der dann machen? Piercen, wenn er will? Naja, man kann ihn halt dann, wenn man ihn riggt, dann zieht man quasi ein Skelett auf dem 3D-Modell. Dann kann man mit ihm alles eigentlich machen, was man möchte. Wenn man ihn animiert, kann man ihn auch in einen kleinen Raum stellen und man kann ihn piercen lassen. Das wäre lustig. Ist halt viel Arbeit, aber es ist möglich. Was heißt das? Was müssen wir da hin? Also von der Zeit, über was reden wir da? Dann sagst du, dass ich dir jetzt quasi ein Piercing stelle in 3D. Komm, du und ich als andere Figur. Ist es eine Woche, ein Tag, ist es eine Stunde? Nee. 2-3 Wochen. So lang? Ja. Es ist viel Arbeit. Echt? Ja. Also man muss, es kommt dann natürlich auch darauf an, wie viele Leute dran arbeiten. Klar, aber jetzt sagst du, du würdest es allein machen, das ist schon... Also wenn ich das ganze alleine mache und meine komplette Zeit darin investiere, 2 bis 3 Wochen. Echt? Ja. Und dann bist du aber 8 Stunden am Tag beschäftigt damit? Ja. Muss den Raum sein, das Männchen, die Nadel, genau. Jeden Quatsch quasi. Und das den immer geben, animiert. Ja. Krass. Das ist spannend. Ist dann doch nicht mal so, dass du sagst, das machst du mal in 10 Minuten, dann schickst du mir später. Das ist schade, ja, ich habe mich gefreut. Gut. Entscheidend, weil du bist. Okay, setz dich mal kurz hin. Ja. Gut. Kopf tiefer nehmen. So. Ein bisschen hoch, aber kann man das denn überhaupt zahlen? Also wenn du das mit Firmen machen lässt? Natürlich. Die haben ja genug Leute, ne? Ja. Aufgrund von unserem YouTube-Kanal, seine Intro mit so einem kleinen 3D-Markt, der Piercing sticht, wäre auch lustig. Das war's schon. Oh. Ja, ich werde drüber nachdenken. Das Channel-Trailer. So, weiß ich nicht, nach einer 10-Sekunden-Clip. Keine 15 Minuten lang. Aber auch für so 10 Sekunden dauert das so lange, oder? Bis es, aber wenn man es mal hat, kann man den dann viel mehr machen lassen, oder bist dann immer. Wie gut die Leute sind. Unser Fachbereichsleiter ist halt ziemlich gut und sowas. Der arbeitet seit 20 Jahren in der Branche und der braucht dann natürlich nicht so lange wie wir Studenten. Klar. Aber wenn du jetzt mal sowas hast,
Das ist das Rig auch quasi von dem. Ja. Dann könnte man dem, dann ist es quasi beim zweiten Video leichter, oder? Genau, ja. Weil also man wenn dann du, eigentlich wenn du quasi ersten nur das eigentlich eins zu eins kopierst. Genau, sagst du jetzt, wenn du mal die Nadel hast, die Zangen, die genau. Sachen hast, dann sagst du im Endeffekt nur noch, okay, zumindest, dass der das und das macht. Das ist das erste Mal, ist das Schwerste, ne? Oder ja, das erste Mal musst du das ganze Grundgerüst aufbauen. Beim zweiten Mal nimmst du das halt dann einfach und animierst das halt dann immer nur in den Bewegungen anders. Cool. Das wäre. Sehr schön, steht er wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut. Zeig's im Spiegel mal. Irgendwann kommt noch ein Medusa hinzu. Und irgendwann kommt ein 3D-Mark. Jetzt schon gesehen, diese Sache, dass wir nicht mehr los sind, einen kleinen 3D-Mark haben. Ja. Das kann man ja, wohl wieder machen. Ja, das kann man sprechen. Das habe ich voll angefixt jetzt hier. So, gefällt's dir? Ja, sehr gut. Ist schön? Ich bin glücklich. Schön, freut mich. Perfekt, so soll es sein. Darf ich dir einmal kurz zeigen? Mhm. Jetzt habe ich vor lauter 3D-Animation vergessen, die Kamera näher zu machen. Oh, aber ihr habt es trotzdem gesehen, hoffentlich von der Seite, und sieht gut aus und sie lebt. Hat ja, kein Blut gespritzt, ihr habt nichts versorgt. Es war alles zu sehen, wie es zu sehen sein soll. Ja klar, ein bisschen was spürt man schon immer. Aber ich habe es mir. Bin ja nicht kein Friseur. Ja. Das ist schon so. So, dann gebe ich dir mal mit Spray und Gel von Brondoint. Einmal Spray, einmal Gel. Entweder habe ich es dir schon, also erst einsprühen, einwirken lassen, mit der Küchenrolle dann reinigen, dann das Gel drauf tun, fertig. Ja? Ich werde durchlaufen. Dann kriegst du nochmal die Pflegeanleitung. Mit vorne ist die Tür. Und dann sind wir am nächsten Mal startklar. Noch Fragen? Nein. Super, dann danke ich dir mal fürs Kommen. Ja, ich danke. Das gebe ich dir mit. Ja. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke, dass wir dich auch filmen dürfen. Euch danke fürs Zuschauen. Wir denken mal weiter über den 3D-Markt nach. Und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc, Baba. Danke. Dankeschön. Tschüss.